Armin Laschet kam jetzt mit dem Vorschlag um die Ecke, einen Brückenlockdown wäre eine Lösung, beziehungsweise eine Übergangsphase, bis wir mehr Impfungen haben, um die Infektionszahlen unten zu halten oder nach unten zu bringen. Was halten Sie davon? Wenn ich wüsste, was er damit meint, dann wäre ich klüger. Brückenlockdown ist ein schönes Wort aus der PA-Kiste, aber ich hätte gerne gewusst, was schlägt Armin Laschet konkret vor. Ich höre, er will die Ministerpräsidentenkonferenz vorschlagen. Will er einen harten Lockdown? Dann muss er das sagen und vor allen Dingen zunächst auch mit seinen Ministerpräsidentenkollegen im Saarland und in Schleswig-Holstein besprechen, denn dort wird aktuell etwas anderes gemacht. Man kann es ihm aber auch positiv auslegen und sagen, naja, er möchte jetzt halt einen Vorstoß geben nach Ostern, dass wir eben uns nicht so ausruhen auf dem, was wir momentan haben, sondern dass wir ein bisschen härter doch Maßnahmen einführen müssen, um eben die Infektionszahlen unten zu halten. Alles, was die Infektionszahlen runterbringt, ist zu begrüßen. Und da zählt zuallererst das Impfen dazu. Aber ich würde als wichtigste Maßnahme, um voranzukommen, vor allen Dingen vorschlagen, dass die Union die Frage der Kanzlerkandidatur klärt. Denn ich habe den Verdacht, dass dieser Vorschlag eng damit zusammenhängt. Und das behindert aktuell die Pandemiebekämpfung. Wir brauchen Klarheit und wir brauchen nicht ein Durcheinander, dass jeden Tag ein neuer Vorschlag gemacht wird. Niemand mehr weiß, was wirklich die derzeitige Lage ist. Deshalb Klarheit, das erwarte ich auch von der Kanzlerin. Sie trägt die wesentliche Verantwortung und kann jetzt nicht sagen, jeder Ministerpräsident hat noch einen. Mich würde im Übrigen mal interessieren, was sagt eigentlich Herr Söder zu dem Vorschlag von Herrn Laschet? Ja, noch nichts, aber der wird sich bestimmt auch dazu äußern. Aber wer wäre Ihnen denn lieber, wenn Sie schon die K-Frage ansprechen? Markus Söder aus dem Team Vorsicht oder Herr Armin Laschet? Für mich ist vor allen Dingen eins wichtig, dass derjenige, der bei der Union nominiert wird, es wird ja ein Mann sein, Kanzlerkandidat wird und nicht Kanzler. Das finde ich wesentlich. Ansonsten ist mir das relativ egal. Ich finde, man sollte sich aus den Personalkommentaren bei anderen Parteien eher zurückhalten. Aber Herr Laschet hat auch vorgeschlagen, die nächste Bund-Länder-Runde vorzuziehen, weil er sagt, wir müssen jetzt also Antworten finden oder Lösungen präsentieren und nicht noch mal eine Woche warten, wenn denn dann auch schon wieder die Osterferien zu Ende sind. Also wenn dann dort etwas zu besprechen ist, dann kann man das auch vorziehen. Aber ich bleibe bei meiner Position. Die wesentlichen Entscheidungen, was die Pandemie betrifft, müssen in den zuständigen Gremien, das heißt im Deutschen Bundestag, im Bundesrat und in den Landesparlamenten entschieden werden. Da kann die Ministerpräsidentenkonferenz hilfreich sein. Aber wenn ich die Reaktion zum Beispiel von Herrn Müller höre, dann ist das mehr oder weniger unvorbereitet. Und das kann nicht sein. Wir brauchen nicht neue Runden, sondern wir brauchen Klarheit, wir brauchen eine Perspektive und wir brauchen mehr Geschwindigkeit, insbesondere in der Impffrage. Da gibt es ja immer wieder den Vorstoß, dass man eben ein Bundesgesetz machen soll. So hat es auch der Innenminister, der Bundesinnenminister jetzt gefordert. Aber das würde ja heißen, das muss durch den Bundestag erste, zweite, dritte Lesung dann noch in den Bundesrat vorgelegt werden. Das würde ja auch wieder Zeit in Anspruch nehmen, Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Das ist wieder ein Vorschlag, der ablenkt. Ich sehe für eine solche Initiative weder eine Mehrheit im Deutschen Bundestag noch eine Mehrheit im Bundesrat. Deswegen sollte man diese Diskussion einstellen. Wir haben mit dem Infektionsschutzgesetz eine ausreichende Grundlage. Wenn jemand meint, das noch präzisieren und verändern zu müssen, dann bitte, dann im Bundestag vorschlagen, warum, weshalb. Und dann sind wir gerne bereit, über alles nachzudenken. Aber dieses permanente Unterbreiten neuer Vorschläge, das verunsichert die Menschen. Und es bleibt dabei, unser höchstes Gut ist wirklich das Engagement, das Vertrauen und ja auch die Einschränkungen, die die Menschen auf sich nehmen. Und wenn wir das gefährden, durch permanentes Reden, durch permanent neue Vorschläge, dann machen wir den größten Fehler und dann werden wir das Virus so nicht bekämpfen können.